und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir befinden uns heute im Bahnhof Lauda. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute schreiben wir den 8.11.2021 und befinden uns im Bahnhof Lauda. Und schauen mal, was uns hier heute erwartet. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesem Video. Der Bahnhof Lauda ist ein Trennungsbahnhof in der baden-württembergischen Stadt Lauda-Königshofen, in welchen die Bahnstrecken Lauda-Wertheim von der Frankenbahn abzweigen. Er gehört zur Bahnhofskategorie 4 der DB Station und Service an und besitzt 4 Bahnsteiggleise. Eröffnet wurde der Bahnhof am 1. November 1866. Der Bahnhof liegt an den Eisenbahnstrecken KBS 780 Frankenbahn und KBS 782 Taubertalbahn.
Go ahead, Richtung Stuttgart. Westfrankenbahn nach Crailsheim. "1991 eröffnete die Deutsche Bundesbahn die Schnellfahrstrecke Mannheim-Stuttgart und schuf damit zusätzliche Kapazitäten im Nord-Süd-Verkehr. Für die Bahnstrecke Würzburg-Stuttgart und damit für den Bahnhof Lauda bedeutete dies das Ende für den hochwertigen Reisezugverkehr. Die einzige Ausnahme bildete bis 2001 der Interregio-Rennsteig von Erfurt nach Stuttgart." Heute verkehren hier im Bahnhof Lauda nur noch Regionalexpress und Regionalbahnen. Unter anderem der Regionalexpress Würzburg-Lauda, Osterburgen, Bad Friedrichshain, Hall, Heilbronn, Bietigheim-Stuttgart im 2-Stunden-Takt, die RB85 Würzburg-Lauda-Osterburgen, Montag bis Freitag im Stundentakt, am Wochenende und an Feiertagen im 2-Stunden-Takt, die RB85 Bad Mergentheim, Lauda, Osterburgen an Schultagen 3 Zugpaare, die RE87 Aschaffenburg, Miltenberg, Wertheim, Tauberbischofsheim, Lauda, Bad Mergentheim, Crailsheim im 2-Stunden-Takt, im Sommer einzeln Verstärker Wertheim, Crailsheim, die RB88 Wertheim, Tauberbischofsheim, Lauda, Bad Mergentheim, Crailsheim im 2-Stunden-Takt und RB88 Tauberbischofsheim, Lauda, Bad Mergentheim, Montag bis Freitag, nachmittags im Stundentakt.
So, liebe Eisenbahnfreunde, mit dem Regionalexpress nach Stuttgart möchte ich mich dann heute von euch verabschieden, hier vom Bahnhof Lauda. Leider gibt es hier keinen Güterverkehr mehr, so wie es aussieht, obwohl Gütergleise vorhanden sind. Es spielt sich alle Stunde immer das Gleiche ab. Es sind 5 Regionalbahnen und 2 Regionalexpresse. Und das war's. Leider kein Güterzug. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Andreas L. Ich muss mich berichtigen, als ich meine Kamera schon im Auto hatte, folgte dann doch noch ein Güterzug, also ist doch noch Güterverkehr auf dieser Strecke. Das soll es dann für heute gewesen sein, bis zum nächsten Mal, euer Andreas L.